mich herum tobt Hurricane Beryl. Wie wir den Hurricane erleben, seht ihr in diesem Video. Ich zünde jetzt eine Kerze an für Treasure Beach. In der Hoffnung, dass da unten nichts passiert. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und heute ist der Tag, der 3. Juli, auf den wir uns die letzten Tage vorbereitet haben. Der Tag, an dem Hurricane Beryl die Insel hier heimsucht. So, heute ist der Tag der Tage, an dem der Hurricane Beryl hier kommen soll. Es ist jetzt um 8, wir haben seit 2 Stunden Ausgangssperre. Von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends. Das ist hier die Ruhe vor dem Sturm. Also man hört überhaupt nichts. Die Sonne scheint. Ja, also wenn sich jemand fragt, wie die Ruhe vor dem Sturm aussieht, so, ja, das ist beängstigend, weil man hört auch nichts. Ja, also wir haben noch Strom, wir haben alles noch. Und man hört nichts, man hört keine Musik. Die Leute sind zu Hause, ja. Weil sie ja alle zu Hause bleiben müssen. Aber man hört nichts. Letzte Nacht um 2 hat es angefangen zu donnern. Sehr laut, sehr lang. Die Hunde sind alle aufgewacht und haben gebellt. Ja, heute früh gab es Regen, so um 5. Und ein bisschen Donner. Aber, ja, bis jetzt noch alles easy. Und wenn wir Glück haben, weil er ist auch schon wieder runtergestuft worden. Wenn wir Glück haben, zieht auch das Auge ganz, ganz knapp vorbei. Also, sieht gar nicht so schlecht aus wie gestern. Ja, eventuell hier im Norden kommen wir glimpflich davon, nehme ich an. Und im Süden müssen wir halt sehen, bis jetzt macht er noch Landfall genau in Treasure Beach und Alligator Pond. Das ist natürlich dann sehr schlimm für uns, für unser Grundstück. Ja, aber eventuell, wer weiß, tut sich noch was in den nächsten Stunden, dass er ein bisschen südlicher zieht. Jetzt kommt ein bisschen Wind hier auf. Ich bin gespannt. Jetzt kommt hier so ein bisschen Wind auf. Es ist jetzt kurz nach um 9. Ist aber noch trocken. Aber man merkt, es ist auf jeden Fall mehr Wind als noch vor einer Stunde. So this is 2 o'clock today. Right there, that is the center of this. Right in here is the center of Beryl. So we're going to see the heaviest weather working in, the hurricane conditions, major hurricane, should be a Cat 3 at this point, Kingston, Morant Bay, and then as we pull forward, here's the center of this, right near Treasure Beach. This is at 4 o'clock today. So eastern, or rather western end, later in the day, the conditions are going to be awful. Please stay inside. Now the center... Es ist jetzt 10:30, der Wind wird stärker, es ist noch kein Regen in Sicht, es scheint noch immer ein bisschen die Sonne, aber der Wind nimmt zu. Die letzten Mangos, die noch am Baum hingen, die wirft es jetzt schon so runter. Ja, es soll wohl 14 Uhr so bei Kingston sein und 16 Uhr dann im Treasure Beach treffen, das Auge. Ja, Worst Case. Ja, warten das Schlimmste, definitiv. Wenn wir morgen fahren können, dann fahre ich hin und gucke mir das an. Ja, muss ich vorher erstmal ein bisschen Beruhigungstabletten schlucken. Ja, dass ich dann nicht irgendwie in Ohnmacht falle. Aber gut, das werden wir dann sehen, wenn es vorbei ist. Aber es hat ja noch nicht mal angefangen. Es hat ja noch nicht mal angefangen. Wir haben noch Strom, wir haben noch Wasser. Da fährt ein Verrückter mit dem Auto los im Curfew. Ich meine, Jamaika, guck, Ausgangssperre. Tja, das Gute ist ja, ich habe gestern noch Wäsche gewaschen und die ist jetzt trocken. Jetzt fängt der Regen hier an. Leicht, Nieselregen, graue Wolken, aber der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Jetzt ist es dann wirklich die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe schlimme Bilder gesehen, zum Beispiel aus Port Royal, die Piratenstadt. Ja,
die wahrscheinlich, keine Ahnung, evakuiert werden müssen. Wenn sie es bis dahin überhaupt noch schaffen, weil die Straße ist im Prinzip schon unter Wasser. Die Menschen in Alligator Pond sollen evakuiert werden und weigern sich, weil sie lieber an Gott vertrauen. Bitte schön. Ja, und Treasure Beach, da geht's noch. Also wir haben angerufen beim Nachbarn. Aber es ist ja auch erst um 12 jetzt. Ich gehe wieder rein. Es wird nass. Ja, also das ist es noch ein bisschen hin, bis es nach Treasure Beach dann kommt. Ich bin gespannt. So, jetzt wird es ganz schön nass hier. Ich mache mir jetzt erstmal was zum Essen. Breadfruit. Frittiert. Breadfruit. Ich habe ein kleines Hungergefühl. Ja, und die Menschen, ich habe jetzt nochmal gesehen, ne, Port Royal, wollen sie auch evakuieren. Und das sind ja alles Piraten. Wir sind ja alles Piraten. Wir haben ja schon Hurricane Gilbert überlebt und Hurricane Ivan. Ja, wir sind die Piraten. Wo ich mir sage, alles klar, weißt du, das ging jetzt ein paar Mal gut. Und dann kommt genau der Hurricane. Aber gut, und dann fragen sie noch, ja, dann fragen sie noch, ja, wenn wir jetzt dann in den Bus steigen, kann man dann in ein Hotel? Und dann sagt er, nee, in die National Arena. Dann natürlich nicht. Ne? Also wenn es kein Hotel ist, dann gehen wir nirgendwo hin. Ich meine, ich kann es verstehen. Ne? Einerseits, man will halt einfach sein Haus nicht alleine lassen. Denn wenn es der Hurricane nicht nimmt, ja, dann kommen die Diebe. Wenn jemand weiß, da ist keiner im Haus, ist egal, die riskieren dann auch ihr Leben dafür. Ja, Hauptsache, sie kriegen irgendwo was, dann kommen die Plünderungen. Ja, deswegen ist es auch, ja, kann ich es verstehen, wenn man sein Haus einfach beschützen will. Egal, was kommt. Ja, das muss man eben auch so sehen. Aber trotzdem ist es halt unvorsichtig. Ob ich jetzt gehen würde, wüsste ich auch nicht. Weißt du, wenn ich jetzt in der Situation wäre, am Meer leben würde in meinem Haus und jemand kommt und sagt, geh mal hier in den Bus, ja, wir müssen jetzt evakuieren. Wüsste ich nicht, was ich tun würde. Ob ich sagen würde, fahr alleine oder ob ich einsteigen würde. Das ist halt schwer, ne, situationsbedingt. Aber naja, so ist das jetzt halt. Ich muss das mal jetzt hier was essen. Essen ist das Beste, was wir jetzt machen können. Im Sturm. Stimmt's, Ernesto? Willst du einen Keks? Keks? Jo. Noch ein Keks? Noch ein Keks? Jo. Super. Gib mir 5. Jo. Hm? Alles gut, ne? Wir machen es uns schon schön. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Jetzt ist er da. Man sieht Jamaika im Prinzip gar nicht mehr. Bedeckt von Hurricane Beryl. So, es ist jetzt 14 Uhr. Wir haben jetzt Regen permanent. Noch nicht so strömend. Ab und zu kommt mal hier so eine Windböe. Ja, aber er ist auf dem Weg. Ich habe schon die ersten Bilder und Videos aus Kingston, Blue Mountains und Portland. Das ist sehr unschön, was man da so sieht. Ja, und was da auf uns zukommt. Aber gut, wir können es nur so nehmen, wie es kommt. Und machen das Beste draus. Ich zeige euch mal, was ich hier auf einer Veranda entdeckt habe, die ich sonst nie betrete. Die haben wir nämlich auch noch zugenagelt. Achtung, festhalten. Oh Gott, Katzenbabys. Ganz, ganz, ganz junge, die haben noch die Augen zu und haben sich den falschesten Zeitpunkt ausgewählt, den sie eigentlich auswählen konnten, mitten hier im Hurricane geboren zu werden. Die Mutter ist nicht da. Wir haben jetzt erstmal was da vorgestellt. Mann, Mann, Mann. Auch das noch. Was für eine Überraschung. Wir sind also nicht zu dritt, wir sind zu fünft hier im Haus. Der Ian ist gerade auf dem Dach. Der ist gerade hier rausgelaufen, weil jetzt eben das Licht anfängt zu flackern. Aber ich meine, es ist ja normal, das wird doch bald ausgehen. So, und ich sag noch, schneid den scheiß Mangobaum ab. Nee, hat er nicht gemacht. Ja.
Weißt du, und ich sag noch, mach das, mach das, mach das. Ach ja, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, ne? Jetzt im Hurricane fängt er an, einen Baum zu schneiden. Das ist mein Mann. Er ist noch chaotischer als der Hurricane selber. Der steigt mitten im Hurricane auf den Baum, weil ihm jetzt doch einfiel, dass er den beschneiden will. Weißt du, und ich sag die letzten zwei Tage, mach das, ja, mach ich schon noch, ne? Jetzt im Hurricane, ich meine, guck dir das an, ne? Das ist jetzt um drei und sieht so aus, warte. Na, also der Wind wird jetzt auf jeden Fall stärker. Der Regen nimmt zu. Und mein Mann ist auf dem Baum und spielt Förster. You know, is it the bomb or what? Watch for them people car. Lord have mercy. Was hab ich da geheiratet? Ah, der war schon immer so, weißt du? Kann man sich dran gewöhnen. Muss man. Heidewitzka. Weißt du, und ich als Partner in Crime helfe dem auch noch. Tja. Mitgehangen, mitgefangen. Weißt du, was andere Leute, ne? Schon die letzten zwei Tage gemacht haben. Das machen wir jetzt. Aber gut. Das sind ja auch nicht andere Leute. Das sind nämlich die schönen Julie-Mangos, die da hier runterholt. Die könnten wir verkaufen, wenn wir raus dürften. Warum ist mein Hund so aufgeregt? Ich gebe ihm jetzt ein Schweineohr von seinem besten Freund aus der Schweiz. Das habe ich aufgehoben für besondere Ereignisse und er weiß das ganz genau, dass ich Schweineohr hier in meiner Hand halte. Die Schweineohren, die liebt er nämlich abgöttisch. Hier. Bitteschön. Aber nicht im Bett essen, ne? Isst du hier. Nicht mit ins Bett nehmen. Ich mag ja Schweineohren auch, aber die vom Bäcker. Oh, der Wind bläst, ne? Der Wind bläst ganz schön hart jetzt. Naja, zum Glück bist du abgelenkt. Das Beste, was wir machen konnten, ist dir ein Schweineohr zu geben. Es ist jetzt 16.30 Uhr. Der Wind und der Regen nehmen zu. Ich dachte echt, das geht schneller. Ich glaube, er wird langsamer. Was nicht so gut ist. Es ist besser, wenn der Hurricane schnell vorbeizieht, dann haben wir es schnell hinter uns. Als dass er hier ewig lange sich rumdrückt. Ja, und ich glaube, wir haben immer noch das Schlimmste vor uns. So sieht es jetzt aus. Wir haben immer noch Strom, aber er schwankt deutlich.
Ja, jetzt sind wir, glaube ich, echt mittendrin. Zum Glück sicher. Die Katzenbabys auch, bei denen bin ich nämlich gerade. Denen geht's gut. Man muss dazu sagen, dass wir hier in Montego Bay noch den besten Platz erwischt haben. Ja, nur mal so als Gedanke, wie es im restlichen Teil der Insel aussieht. Wir kriegen das wenigste ab. Es wird jetzt so ganz langsam dunkel. Ich bin wieder bei den Katzenbabys, weil ich mir Sorgen mache, was ich jetzt machen soll. Ob ich die jetzt mit reinnehmen soll, denen irgendwas geben soll. Na ihr. Die Butter wird jetzt nicht wiederkommen demnächst. Aber wenn sie doch wiederkommt, dann sind die weg. Ist auch blöd. So, es ist jetzt kurz vor um 5. Wir haben jetzt keinen Strom mehr und kein Internet. Das heißt, wir müssen jetzt sparsam umgehen mit unseren Energiequellen. Draußen müdet es weiter. Wird also eine nächtliche Aktion werden, aber da müssen wir jetzt einfach durch. Ist dem Ernesto nicht geheuer, das Wetter draußen, hm, Schatzi? Ernesto, Kind. Hey. Alles klar? Ist bald vorbei, ne? Ja? Ist bald vorbei, Schatzi. Komm her, wir kuscheln, komm. Hm? Jo. Ist bald vorbei, Schatz, ne? Wir haben das bald geschafft. Machst du ganz fein, ne? Hm. Ich zünde jetzt eine Kerze an für Treasure Beach. In der Hoffnung, dass da unten nichts passiert. Weil wir haben ja nicht wirklich was auszustehen, außer dass wir keinen Strom haben, Internet und dass hier irgendwie alles aufs Dach kracht. Aber im Prinzip geht es uns ja hier gut. Deswegen eine Hoffnungskerze, die hoffentlich unser Grundstück und alle Menschen in Treasure Beach und auf ganz Jamaika verschont. Es ist jetzt um 7. Das einzige Licht ist da drüben mein Nachbar mit seinen Solarlampen. Es windet weiter. Es kommt mir vor, als wäre es ein bisschen schwächer. Und auch der Regen. Es hat, glaube ich, ein bisschen nachgelassen. Es ist hier draußen stockdunkel. Keine Straßenbeleuchtung wie sonst. Kein Strom. Und es regnet weiter. War vorhin eine kleine Pause, aber jetzt irgendwie geht das Ganze, aber weniger Wind. Es ist auf jeden Fall weniger Wind. Ist ja schon mal was. Es ist jetzt um 8. Vielleicht haben wir es bald überstanden. Obwohl, jetzt kommt der Wind auch wieder. Naja, mal sehen. So, es ist der nächste Morgen, der erste Morgen nach Beryl. Und ich bin gerade aufgewacht. Wir haben noch keinen Strom, wir haben noch keine Internetverbindung. Und wir wissen überhaupt nicht, was geht da draußen ab. Ja, wir wissen nicht, wo ist der Sturm jetzt? Wir wissen nicht, welche Schäden hat er hier angerichtet? Und wir wissen auch nicht, haben wir jetzt überhaupt noch Ausgangssperre? Ja, sind die Geschäfte offen? Was geht eigentlich da draußen ab? Wir wissen gar nichts. Während die Welt da draußen weiß, was passiert ist. Weil ich habe heute Nacht 2.13 Uhr eine Nachricht bekommen von einem ehemaligen Gast im Facebook. Und hat sie geschrieben, oh Ricarda, ich habe gesehen, was Beryl mit Jamaika angestellt hat. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe gedacht, ach du Scheiße,
Was hat er denn angestellt? Weißt du, wir wissen nichts. Wir können nicht anrufen bei unseren Freunden auf der Insel. Wir sind abgeschnitten. Ich komme mir vor wie in so einem Film irgendwie. Ja, deswegen haben wir beschlossen, wir müssen nachher gleich losfahren und uns das selber angucken. Und euch nehme ich natürlich mit. Aber es wird ein neues Video werden, ansonsten wird dieses hier viel zu lang. Ich muss ja auch immer noch ein bisschen Strom sparen. Und deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, ihr ihm einen Daumen nach oben gebt, auf den Abonnieren-Knopf schon gedrückt habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, eure Ricarda.